Ivy, das verheißt nichts Gutes. Tut mir leid, aber jetzt hast du es wenigstens hinter dir und bist nicht auferstanden. Dachte, hier geht's raus. Wahrscheinlich hier wieder. Oh. Wir wetten, hier werden bald Tote. Okay. Sehen uns so oder so. Das heißt, ich muss darüber spurten. Danke sehr. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich überall passieren. Alter, was ist denn das für ein Blickwinkel? Haben die einfach eine Tür hingestellt? Fällt mich nicht. Hallo. Ach, Schätzen. Eigentlich suche ich nach meiner Schwester. Gott, da geht's nicht lang. Suche meine Schwester. Weißer Ole. Geht doch gar nicht. Danke. Kommt der einfach angescheißert. Also, da haben wir einen. Was passiert, wenn ich... Das ist ein Loch. Da war ein Loch. Wo bin ich? Bin. Ach, wieder ganz unten. Lalalalalala. Hallo. Bitte kommt. Ich hoffe, das Monster kommt nicht doch einmal. Hallöchen. Das ist das Tutorial. Zeigen wir, dass die Monster in die Löcher fallen. Wenn ich nur klug genug bin. Aber dazu muss ich klug sein.
Such nach einem Händel. Ja, tolle Wurst. So. Alle weg. Da brauche ich einen Händel zu. Ich würde wetten, dass der Händel. Oh. Was? Über hier. Ja. Meins. Ist da noch mehr drauf? Nö. Da drüber? Nein. So, und wenn die jetzt runterfallen, sind wir auf immer und ewig hier drinnen gefangen. Wenn ich das Licht anmache. Gut, hier ist anscheinend niemand. Von wegen, hier ist niemand. Oh. Der war so nah dran. Ich dachte, er humpelt dann wieder zurück in seine Ecke. Ah, da ist eine Treppe. Das alles kleine süße Mäuse und Ratten. Yay. 1 Kilogramm Müll. Müll. Bin ich Mehl. Ja. Dass sie das Mehl nicht gefressen haben, macht einen schon ein bisschen kirre. Wenn ich ist das verseucht. Ah, links oder andere Richtung? Ich würde sagen, gar links. Guten Morgen, junge Dame. Ich nenne es liebevoll das Haus der tanzenden Puppen. Du bist doch schon tot!
Also Atmosphäre kriegen die echt gut hin. Mich echt bedrückt. Ja, jetzt gehen wir hier zur Kirche. Dahinter soll irgendwo der Turm sein. Ein Lichtlein brennt noch, wo eine Seele geht rüber. Uah. Oh, Schock! Danke mir, danke für den Follow. Hast du mich gerade verjagt? Ich muss echt den Sound ändern. Computer sagt, ich habe gerade einen Puls von 112. Ah, das war gemein. Kupolske? Kannst du nicht die Tür machen? Ah, wir müssen wieder Bücher sammeln. Ja, vorher gucken wir uns an. Ich hab vier Türme, die Licht reflektieren. Da ist der Mountain King. Warte mal, kann ich näher ranzoomen? Schon geil aus. Da ist der dunkle Wald, durch den wir durch sind. Das ist schon alles ziemlich nice. Was ein Buch. Tot. Ich hoffe, du bleibst tot. Oh. Guten Tag, junge Dame. Ich würde mir gerne mal das Buch ausleihen. Was kann ich mit den Büchern machen? Wahrscheinlich. Irgendwo müssen wir die hinlegen. Aber wo? Wenn ich hier? Okay. Bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, es sind echt große Bibbles. Man geht ja immer von der Seite hoch. Und hopp, hopp. Weiß nicht, wie... Anscheinend nicht. Vielleicht fehlt noch ein Büchlein. Ich... Ah, ich muss das Licht oben im umentzünden. Hier noch irgendwo eine Bibel? Nein, hier nicht. Nicht? Eine. Ob ich ans Falsche rangesprungen? Würde ich auch sein. Hopp. Hopp. Ah, jetzt. Weiß nicht, ob ich immer zu blöd bin, um zu springen.
überall umgucken. Ja, hier ist nicht viel zum Umgucken. Ich dachte, ich komme jetzt weiter höher. Und dann oben halt das Licht anzuzünden, damit ich geschützt bin vor den Monsters. Nee, ich falle lieber runter anstatt... Das ist ein Blödsinn. Hier, da wo ich jetzt ungefähr stehe, haben sie einfach bloß eine Bank davor geschoben. Hätte ich instant einfach rüberklettern können. Ich glaube, da will ich jetzt hin. Und da hier Leichen liegen, heißt das, die kommen hier hinterher. Wahrscheinlich. Ja. Hallo, Leiche. Will ich nicht. Hallo? Was? Ich muss wahrscheinlich jetzt hier lang. Der kommt da nicht durch. Bin zu blink und zu toll und zu schnell für euch. Und ich hab Licht, ich hab eine Taschenlampe. Zombie Run. Wartet mal ganz kurz. Ich hab den, ich hab meinen Ressourcenmonitor falsch gedrückt. Ja, das Spiel ist jetzt brutal. Entschuldigung, dass ich dich gerade nicht gelesen hatte. Ich hatte mein Ressourcenmonitor vorm Chat. Nein, ich bin kein Synchronsprecher. Das ist mein erstes gutes Mikrofon, was ich jemals benutzt habe. Verwechselst du mich bestimmt mit wem? Entschuldigung, wenn ich jetzt erst antworte. Aber ich nehme das mal als Kompliment, wenn meine Stimme so klingt wie die eines Synchronsprechers. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und gut geschlafen. Halt. Zurück. Da liegt was. Hallöchen. Ah, die Pestdame. Hallo. Bester Figurine. Oh, auch noch eine Sonnenfinsternis. Weiß bestimmt nur Gutes. Ich habe schon mal eine Sonnenfinsternis live gesehen. Oh, ist das geil. Ich habe gerade Gänsehaut. Okay, jetzt wird's trippy. Thank you.
Wir werden von der Pest Dings verfolgt. Von der Pest da.